Moin, meine Lieben. So, heute wieder aus meinem Garten. Ja, ich habe gerade das Zwiebelexperiment mit den Papptöpfen habe ich gerade in den Boden eingepflanzt. Dann meine vorausgesäten Zwiebeln. Ja, alles Sorte Stuttgarter Riese. Und dann habe ich noch eine Reihe Möhren mit zwischengepfeffert. Ja, weil ich mal gerne wissen möchte, ob das wirklich stimmt, dass die beiden Sorten sich gegenseitig die Schädlinge fernhalten. Ja? Jo, dann will ich euch noch mal zeigen. So, da ist es, das Ungetüm. Ja, so erste Reihe habe ich die Dings gesteckt. Die Töpfe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Dann habe ich hier eine Reihe Möhren ausgesät. Na, so Abstand Pi mal Daumen 10 cm. Kann mehr, kann weniger sein. So, dann kommt wieder eine Reihe von den Pötten und dann geht's los. Dann kommt hier, ja, kommen anderthalb rein von meinen vorgezogenen aus den Samen. Na, da bin ich auf jeden Fall höchst gespannt, was das wird. Ja, gut, kurz und knapp. Ja, dann gehen wir weiter ins Gewächshaus. Jo, meine Lieben, ja, da haben wir heute so einiges geschafft, beziehungsweise ich. Ja, mein Rücken sagt gerade so, Feierabend, weiter ist nicht. Ne, Zwiebeln im Boden gekloppt, Möhren ausgesät, dann im Gewächshaus den Boden nochmal schön aufgelockert mit einem Grabber. Dann Kokoshumus ausgebracht, Urgesteinsmehl aufgebracht, Pferdedungpellets aufgebracht. Mutterboden aufgebracht, nochmal mit dem Grabber durchgegangen, dann mit der normalen Gartenhake durchgehakt, also zumindest versucht ebenerdig zu machen. Ja, und das war's jetzt für mich. Ich habe gerade noch meine beiden Gießkannen wieder aufgefüllt. Ne, eine Gießkanne habe ich auf meinem Außenbeet und eine habe ich hier drin im Gewächshaus auf dem ein Drittel, was ich gemacht habe, entleert, dass die Pferdedungpellets sich für sich vernünftig auflösen. Ja, gut, so, alles klar. Wir haben das aktuell 17,6 Grad hier im Gewächshaus. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, meine Brille beschlägt gerade. Ja, alles klar, meine Lieben. Das war es dann soweit erstmal von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ja, ihr könnt das Video gerne teilen. Ja, alles klar. Dann wünsche ich euch soweit noch einen behutsamen Ostersonntag und noch einen schönen Ostermontag.
Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns spätestens am Mittwoch wieder zur nächsten Verkostung. Cheerio, Miss Sophie.